Hallo Menschen, nachdem ich jetzt monatelang immer nur so passiv auf BookTube rumgeisterte, drehe ich jetzt doch mein erstes Video. Ich habe mich so lange gesträubt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass gerade in der deutschsprachigen Community niemand das liest, was ich gerne lese und es dementsprechend auch niemanden interessieren würde, was ich vielleicht zu sagen habe. Und habe jetzt einfach die Hoffnung, dass es vielleicht mehreren so geht und wenn niemals irgendjemand anfängt, dann finden wir uns ja auch nicht. Und an der Stelle auch gleich der erste Aufruf, falls ihr jemand seid, der das liest, was ich lese oder jemanden kennt, dann schreibt mir das bitte, weil ich gerne mit euch ins Gespräch kommen würde. Ich folge nämlich bisher ausschließlich einer einzigen deutschen Booktuberin und sonst so gefühlt 1000 Englischsprachigen. Und damit ihr wisst, was ich überhaupt so lese und ob euch das interessiert, habe ich mir gedacht, als erstes Video eine Monatsübersicht über Februar zu geben, was ich alles gelesen habe und so eine Art Querschnitt euch zu zeigen. Februar war irgendwie der Monat der kurzen Bücher für mich. Also ich las 7 Romane, 2 Gedichtbände, 2 Bücher von Poetry Slammern, was so eine Mischung aus Lyrik, Kurzgeschichten, was auch immer ist, ein Comic, ein Bilderbuch, was ich nicht unbedingt als Comic bezeichnen würde, und ein Drama. Aber vieles davon halt relativ kurz. Das erste war Oryx and Craig von Margaret Atwood. Das ist der erste Teil der Mad Adam Trilogie, was im Bereich Science Fiction liegt, allerdings auf unserer Erde spielt, keine Aliens, kein Weltraum, sondern vielleicht eher so ein bisschen postapokalyptisch ist. Und zwar folgen wir hier einem Protagonisten einmal vor einem gewissen Ereignis und dann auch danach. Und der Protagonist ist mit dem Wissenschaftler befreundet, der für dieses Ereignis zuständig ist. Also ich will nicht zu viel verraten, aber die Welt gefällt mir sehr gut. Ich finde es auch relativ gruselig und relativ realistisch, dass das vielleicht passieren könnte, wenn nur ein einziger Wissenschaftler auch mal so denkt und so eine Art Gottkomplex entwickelt. Was ich zugeben muss, ist, dass es relativ langsam erzählt wird. Das heißt, gerade in der Zeitebene vor diesem Ereignis, da geht es halt los, so als er ein kleiner Junge ist und in die Schule geht, was halt ein Stück dauert und auch ein bisschen allgemein als eine Art Einführungsband wirkt, aber uns halt auch ein super Verständnis für die Welt bringt. Also wir haben, also ich fühlte mich sehr involviert in was so los ist und wie dieses System aufgebaut ist, sag ich mal. Das ist von mir 9 von 10 Punkten und ist eine absolute Empfehlung. Ich werde mir die nächsten Teile auch relativ schnell. Als zweites las ich dann Das bisschen Schönheit werden wir nicht mehr los von Patrick Salmon. Das war ein Geburtstagsgeschenk und leider wurde ich mit dem Buch nicht so warm. Ich denke auch die Freundin, die mir das geschenkt hat, wird das Video vielleicht auch gucken. Es tut mir sehr leid und es hätte mir wirklich gefallen können, aber irgendwie finde ich, dass das Buch daran krankt, was man junger deutscher Literatur allgemein manchmal vorwirft, nämlich dass es so Arzt- und Anwaltssohn-Literatur ist, das heißt von Leuten geschrieben wird, die irgendwie ein vergleichsweise leichtes Leben hatten. Natürlich weiß ich das nicht, vielleicht hatte der ein furchtbares Leben. Seine Mutter starb und er ist bei seinem alkoholkranken Vater aufgewachsen, kann sein, aber er schreibt halt so über junge Leute, die auf Parkhausdächern sitzen und auf eine Baustelle gucken oder folgt halt so alten Leuten an den Küchentisch und wie sie da halt so ihr Leben fristen und auf ihre Enkel warten. Das hat mich irgendwie nicht gepackt. Also ich habe zum Beispiel in dem Buch auch nichts angestrichen und das ist so selten bei mir, bei einem Lyrik- bzw. Kurzgeschichtenband, dass mich überhaupt keine Formulierung wenigstens anspricht oder auch der Inhalt, muss ich halt zugeben, wir sind nicht so richtig warm geworden. Er soll aber eine sehr, sehr gute Poetry Slammer sein und wenn er mal wieder in meine Gegend kommt, werde ich auch auf jeden Fall mitkommen. Ich kann ihm auch nicht absprechen, dass er schon schreiben kann, aber irgendwie nichts für mich. 5 von 10 Punkten bei mir. Danach kam The Hungry Ghost Festival von Jen Campbell, die ist auch Booktuberin und eben Autorin. Das hier ist jetzt ein kleines Lyrikbändchen, es sind auch nur 32 Seiten. Ich fand es aber unglaublich süß. Sie hat eine Widmung reingeschrieben, hat dann noch so extra Gedichte, die sie lose ausgedruckt hat. Und allzu viel kann ich dazu gar nicht sagen. Es gefiel mir, ich fand es nicht großartig. Es bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Ja, genau. Ich finde, diese Bücher wirken irgendwie nostalgisch. Also es fühlt sich an wie ein schwüler Sommernachmittag, als man 15 war. Und das auch nicht nur positiv. Ich möchte euch nur ganz kurz was vorlesen, damit ihr so einen Eindruck kriegt. Auch nicht mal das ganze Gedicht. Ich will eigentlich nur die letzte Zeile vorlesen. Und zwar heißt das Gedicht The Angel. Und die letzte Zeile ist so großartig. Her arms reach out to touch the sky. I think she does not touch it.
Und das gefällt mir irgendwie unglaublich gut. Es hat auch nicht sehr viel gekostet. 5 Pfund und halt ein bisschen Fassansatz so. Schon empfehlenswert, meiner Meinung nach. Dann las ich Die Maulwurfsstadt. Von Tropen Kuhlmann, genau. Ich merke es mir immer nie. Ich bin sehr froh, dass ich das auf Arbeit als Leseexemplar geschickt bekommen habe, denn es ist wirklich nicht sehr dick und dafür halt jetzt 15 Euro ausgeben, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich fand nämlich seinen Erstling Lindberg großartig, aber da wurde auch eine richtige Geschichte erzählt. Das sind mehrere Seiten und hier, finde ich, entwickelt sich gar nicht so richtig im Plot. Es sind halt ein paar großformatige Bilder und er versucht es noch ein bisschen mit den Vorsatzpapieren auszugleichen, weil hier halt viele Sachen erzählt werden und das finde ich auch toll. Ich finde die fast die besten des ganzen Buches, aber was halt in Lindberg so schön war, dass da eine Maus fliegen möchte und die Maus ist realistisch gezeichnet und hat dann aber eben einen kleinen Bleistift in der Hand und das fand ich so toll. Also auch um euch noch ein Beispiel zu zeigen. Die hat dann so ein Flugapparat an, aber sieht immer noch aus wie eine realistische Maus. Und in der Maulwurfsstadt war das halt dann doch so, dass das zwar so losging, und ich meine, es soll ja auch, das habe ich euch gar nicht erzählt, es soll ja auch die Industrialisierung quasi darstellen, aber hat auch großartige Bilder, aber dann tragen, also verhalten die sich eben wie Menschen, haben Kleidung und Straßenbahn, und das ist nicht ganz so mein. Also es ist eine schöne Parabel quasi, so auf das Industriezeitalter, aber erzählt keine so richtige Geschichte, finde ich. Oder dafür ist es einfach zu kurz, als dass man das jetzt für den Plot loben könnte. Und dann kam The Color Purple von Alice Walker. Das ist ein Briefroman, in dem sich die Protagonistin an Gott wendet, wobei das jetzt weniger aus einer absoluten theologischen Überzeugung heraus passiert, sondern weil sie einfach niemand anderen hat, an den sie schreiben kann. Und das deutet auch schon relativ auf den Inhalt des Buches hin. Es geht absolut um Vereinsamung in einer Welt, die nicht nur von Rassismus von außen geprägt ist. Also vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass es in den 30er Jahren in den Südstaaten der USA spielt und das eine schwarze Protagonistin ist. Und dass nicht nur Rassismus von außen auf sie eindringt, sondern auch innerhalb der schwarzen Gemeinschaften absolut verinnerlichter Sexismus. Dass es also normal ist, dass Frauen Besitz sind und keine Meinung zu haben. Und dass es auch normal ist, wenn ein Vater seine Tochter vergewaltigt und die Kinder, die dann wiederum daraus entstehen, in Abständen verschwinden lässt. Und es ist furchtbar und es tut einem weh beim Lesen, aber immerhin gibt es auch so ein paar Hoffnungsschimmer. Ich wusste, dass es eben als Klassiker der afroamerikanischen Literatur gilt. Was ich irgendwie vergessen hatte, ist, dass auch LGBTQ-Beziehungen vorkommen und die waren sehr gut beschrieben, finde ich. Es wirkt auch alles so schön schlüssig und natürlich und nicht so nach dem Motto, oh, was ist jetzt los, warum liebt ihr auf einmal die Frau? Sondern so, als ob man von Anfang an dachte, ja, so passiert es eben. Was hier noch zu der Sprache zu sagen wäre, ist, dass hier Slang gesprochen wird, beziehungsweise so falsches Englisch. Und das ist nicht das erste Buch, wo ich das gelesen habe, aber hier war es unglaublich anstrengend. Und ich meine nicht intellektuell anstrengend, dass ich es nicht verstanden hätte, sondern auch nervig, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass das eine Muttersprache auch gar nicht so auffällt, aber wir, die wir das halt mühsam durch Regeln lernen mussten, werden da so rausgerissen, immer wenn die falsch redet. Und ich konnte das teilweise nicht ganz so genießen. Und auch so eine Besonderheit ist, dass viele Männer einfach nur mit Mr. Unterstrich bezeichnet werden. Und das Problem ist, dass halt verschiedene Männer so bezeichnet werden. Und ich meine, ich verstehe zwar die Intention dahinter, aber ich denke, man hätte vielleicht wenigstens Mr. XYZ oder so sagen können. Aber egal, 8 von 10 Punkten für mich, weil es halt inhaltlich schon sehr mitreißend war, aber nicht so hundertprozentig meine Sprache. Dann habe ich was gelesen, was ich nicht da habe, und zwar war das Fraternity Volume 2. Das ist ein Comic und ist vielleicht so im Bereich historisch bzw. Fantasy anzusiedeln. Da wollte ein älterer Herr sich noch so mal eine Utopie verwirklichen, indem er eine Stadt gründet, bzw. ein Dorf, wo eben alle einander helfen und alles allen gehört. Allerdings jetzt weniger so im Hippie-Sinn, sondern mehr als eine Art Humanismus-Utopie. Zum Beispiel wollten die auch auf Religion verzichten und halt sich wirklich auf den Menschen konzentrieren. Wie es halt so ist, gibt es ein paar intrigante, nach Macht strebende Individuen und, das ist eben der Fantasy-Aspekt, in dem angrenzenden Wald gibt es so ein Monster, was aber eine besondere Beziehung zu so einem stummen Jungen im Dorf hat. Die Farbgebung ist großartig, das haben sie absolut drauf, Atmosphäre zu erschaffen.
Von den Zeichnungen her war ich so mehr oder weniger überzeugt, weil du von Abständen so ins Karikaturhafte abdriftete, wenn manche Leute dann halt so ganz große Nasen hatten oder so ein hervorstehendes Kinn. Aber im Großen und Ganzen recht amüsant. Das ist auch nur ein Zweiteiler, also nach zwei Bänden ist Schluss und man hat die ganze Geschichte gelesen. Als nächstes kamen Die fetten Jahre von Chan Kon-hyung, wenn ich das richtig ausspreche. Ich habe mich hier etwas irre leiten lassen von dem Untertitelroman aus der chinesischen Zukunft, weil ich doch dachte, es geht vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Science Fiction oder zumindest mehr in die Zukunft. Es ist allerdings 2009 geschrieben und spielt 2013. Es hält sich eigentlich auch an die historischen Ereignisse, die bis jetzt tatsächlich geschehen und spinnt dann den Faden etwas weiter, übertreibt es und entwickelt so meiner Meinung nach eine Dystopie, die aber niemand bemerkt. Es geht darum, dass plötzlich in China alle zufrieden sind, auch unser Protagonist. Der wird auch von zwei Leuten darauf hingewiesen, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Der eine sagt ihm, es fehlt ein Monat, der ist überall gelöscht, niemand kann sich daran erinnern, es gibt keine Aufzeichnungen davon. Und unser Protagonist beginnt erst zu bemerken, dass das vielleicht wirklich stimmen könnte, als er in der Buchhandlung bemerkt, dass bestimmte Werke gestrichen werden, Autoren existieren einfach nicht mehr. Ich hatte leichte Probleme mit der Erzählweise, zum Beispiel ist das komplette letzte Viertel ein absolutes Infodumping. Und natürlich will man das ja wissen, aber vielleicht hätte man das ein bisschen verteilen können und so nicht einfach nur, da redet einer quasi im Monolog und erklärt diese Welt, wie das eben dazu kommen konnte. Und das Zweite ist, es gab am Anfang mal so Perspektivwechsel, die eigentlich ganz interessant waren, aber im Nachhinein wirkten die sehr willkürlich. Also zum Beispiel wurde da einer Person mal eine Ich-Perspektive zugestanden und die kommt dann eigentlich nie wieder vor. Und ich finde, man hätte das halt entweder durchs Buch hinweg mal machen sollen, dass jeder das kriegt, oder das halt komplett lassen sollen. Ich habe ihm letztlich 6 von 10 Punkten gegeben, weil es eine interessante Idee war, aber mich so vom Schreibstil her nicht komplett überzeugt hat. Smith kommt Insomnia Diary von Ben Hickok. Das ist ein Gedichtband, den ich großartig fand. 9 von 10 Punkten. Ich gebe so, dass Lyrik bei mir oft auch intuitiv bewertet wird. Ich will euch aber einfach mal ein Beispiel vorlesen, damit ihr Begriff von der Sprache habt, und mir gefällt es, glaube ich, so gut, weil ich selber schreibe und das eben genau das bezeichnet, worüber ich mir auch Gedanken mache. Und zwar: My contribution to the common good is playing with the alphabet in a little room, while the world goes foraging for food. I'm a better poet than man, and it's well known how little my verbs are worth. Großartig. Es ist auch ein absolut zerreißendes Gedicht über eine Fehlgeburt, würde ich sagen, oder Kindestod. Und falls ich das online finde, würde ich es euch verlinken, weil es etwas zu lang ist, um vorzulesen. Aber so sollte Lyrik für mich sein. Es geht absolut nah. Die Formulierungen sind sehr gut und eine sehr gute Mischung aus traditionellem und modernem. Absolute Empfehlung. Dann las ich Biografie des Hungers von Amelie Nothomb und hier bin ich absolut hin und her gerissen. Einerseits sind da tolle, auch zitierbare Stellen drin, die Frau hat meiner Meinung nach drauf zu schreiben. Andererseits ist es irgendwie so absolute Selbstbeweihräucherung, oder ich glaube, ein Rezensent hat es auch Arbeit am eigenen Mythos genannt. Also es ist eine Art Semi-Autobiografie, wo sie einen bestimmten Aspekt ihrer Kindheit und Jugend behandelt, eben Hunger. Auf alles, auf verschiedene Sachen. Und mehr ist halt nicht. Nicht wirklich eine Handlung, es geht immer nur um diesen einen Aspekt. Und es ist vielleicht eher empfehlenswert für Leute, die schon was anderes von ihr gelesen haben, einen Roman eventuell, die jetzt an der Person dahinter interessiert sind. Aber als Einsteigerbuch würde ich das nicht empfehlen. Als nächstes kam dann Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Das habe ich in meiner Jugend schon mal gelesen. Ich wollte es jetzt nochmal auffrischen, weil ich es mir im Schauspielhaus in Dresden anschauen möchte. Es ist eine der großen Dystopien, ich denke, die meisten kennen es. Ich werde es nochmal kurz beschreiben. Es ist ein Gesellschaftssystem, in dem Menschen gezüchtet werden. Das heißt, sie werden physisch manipuliert, haben auch keine Eltern mehr und werden dann auch noch mental indoktriniert, sodass sie sich an ein bestimmtes Kastensystem anpassen, was eben von Alpha bis Epsilon, glaube ich, geht. Und dann gibt es auch noch so große Weltcontroller, die alles koordinieren. Eine wichtige Rolle spielt außerdem so die Droge Soma, die sofort eingeworfen wird, wenn es einem mal ein bisschen schlechter geht und dafür sorgt, dass eben alle zufrieden sind. Also es geht los mit: Heute aber ist die Welt stabil. Die Menschen sind glücklich, sie haben alles, was sie wollen und nie wollen sie, was sie nicht haben können. Es geht ihnen gut, sie leben in Sicherheit, sie sind niemals krank, sie fürchten den Tod nicht, sie wissen nichts von Leidenschaft, nichts vom Altern, sie werden nicht von Müttern und Vätern geplagt, sie haben keine Ehefrauen, keine Kinder, keine Lieben, denen ihre Gefühle gelten, sie sind so konditioniert,
dass sie praktisch nichts anderes können, als sich zu verhalten, wie sie es sollen. Und wenn irgendetwas schief geht, gibt es Soma. Ich mag das Buch sehr, finde das auch eine extrem gruselige Vorstellung, die irgendwie durchaus möglich ist, zumindest in eine gewisse Richtung und mir Angst macht, aber als Buch sehr gut. Ich mag auch, wie es dargestellt wird, nämlich, dass die meisten Beteiligten das sehr wohl gut finden und die eine Stelle, wo es dann mal ein Gespräch gibt mit jemandem, der das eben nicht so empfindet, ist auch super. Es ist ein Dialog, wo einer beginnt mit: Ich will aber keinen Komfort, ich will Gott, ich will Dichtung, ich will reale Gefahren, ich will Freiheit, ich will Güte, ich will Sünde. Geantwortet wird mit: Kurzum, Sie fordern das Recht, unglücklich zu sein. Die Antwort: Also gut, dann fordere ich eben das Recht, unglücklich zu sein. Ganz zu schweigen von dem Recht zu altern, hässlich und impotent zu werden, dem Recht auf Syphilis und Krebs, dem Recht, zu wenig zu essen zu haben, dem Recht, verlaust zu sein, dem Recht, in ständiger Angst vor dem zu leben, was morgen wird, dem Recht auf Typhus, dem Recht, unaussprechliche Schmerzen aller Art zu erleiden. Es herrschte lange Schweigen. Ja, ich fordere diese Rechte alle, sagte er schließlich. Gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was ich zu kritisieren hatte, wurde dann auch im Nachwort von dem Autor selber kritisiert, als er das Buch nochmal später überdacht hat. Und zwar ist es der Aspekt, dass die Wilden, die außerhalb dieser Gesellschaft leben, also erstens alle Farbige sind und alle dem Schamanismus frönen und extrem irrational handeln. Und meiner Meinung nach muss es doch auch so ein Zwischending geben. Also es ist immer so dieser extreme Kontrast, der sich mir nicht ganz erschließt. Allerdings finde ich Dystopien halt allgemein ein tolles Mittel zur Gesellschaftskritik. Es wird auch hier hinten nochmal erwähnt, dass Schöne Neue Welt eben als Gesellschaftssatire, Konsumkritik, biowissenschaftliche Horrorvision, Kommentar zur Rolle von Forschung und Reformutopie gelten kann. Insofern alles in allem. Ich kann jedem nur empfehlen, allgemein Dystopien zu lesen. Das ist einer meiner Lieblingsgenre. Dann las ich: Wir sind glücklich, unsere Mundwinkel zeigen in die Sternennacht wie bei Angela Merkel, wenn sie einen Handstand macht, von Thomas Spitzer. Den habe ich live gesehen auf einem Poetry Slam und fand ihn dort großartig. Im Buch bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Es ist mir irgendwie zu viel. Also für die Dauer eines Auftritts war das toll, aber hier sind es zu viele Witze, zu viele lustige Vergleiche, zu viele innovative Brüche. Es kam einem irgendwie so vor, als ob der einmal gelernt hat, wie man so den perfekten modernen Vergleich schreibt. Und jetzt kommt er aber auch alle fünf Zeilen. Und die Sprache ist durchweg modern. Also es kommt sowas wie Arsch und Beschissen vor oder auch Anglizismen. Anglizismen wirkt dadurch natürlich auch stark salopp, was aber meiner Meinung nach durchaus Absicht ist. Also auch wenn man ihn live eben sieht. Dementsprechend ist auch keinerlei Pathos enthalten. Bricht auch so bewusst mit lyrischen Klischees, also sowohl inhaltlich als auch sprachlich. Und auch vom Auftreten her live daher. Es gab auch gewisse politisch inkorrekte Stellen, wo ich wieder hin und her gerissen war zwischen lautem Lachen und ob ich das Buch in die Ecke werfen will. Ich persönlich bin am Ende vielleicht einen Tick zu traditionell, um das lieben zu können, aber es war gut und wenn ihr wirklich was Modernes wollt, dann ist das vielleicht was für euch. Als nächstes las ich Annihilation von Jeff Vandermeer. Das ist der erste Teil der Southern Reach Trilogie, die jetzt auch schon auf Deutsch erschienen ist. Allerdings ist dieses englische Cover einfach ein Traum. Deswegen werde ich es auf Englisch lesen. Wir folgen hier einer Biologin, die zusammen mit drei anderen weiblichen Expeditionsteilnehmern in die sogenannte Area X vordringt. Das ist die 12. Expedition und die 11 vorher kamen entweder gar nicht zurück oder auf eine seltsame Art und Weise. Und was jetzt nun los ist in diesem Gebiet, ist eben so der Hauptaspekt des Buches. Das Buch lebt quasi von den Geheimnissen und Entdeckungen, deswegen kann ich nicht zu viel verraten. Ich bin aber absolut involviert, muss ich zugeben. Es liegt vielleicht auch daran, ihr habt gemerkt, ich lese auch oft Bücher, die eher charakterkonzentriert sind, wo nicht der Plot so ständig vorangeht. Und hier war es wirklich so, dass ich mich die ganze Zeit fragte, wie geht's weiter? Was ist denn hier los? Was passiert? Es hat ein gewisses Gefühl, so wie die Fernsehserie Lost, sowohl inhaltlich, dass sie ja da auf einem unbekannten Gebiet sind und das Entdecken, auch verschiedene Gebäude finden und seltsame Tiere, die man aber teilweise auch gar nicht sieht, als auch von der Erzählweise her. Also so für jedes Geheimnis, was gelöst wird, kommen halt drei neue. Das ist zugegeben auch ein bisschen frustrierend und ich hätte mit ein paar mehr Erklärungen leben können, weil es eigentlich nur Entdeckungen und Vermutungen gibt, aber keine hundertprozentigen Erklärungen oder Beweise. Insofern würde ich das Ganze auch noch nicht als Science Fiction bezeichnen, auch wenn das
auf Arbeit zum Beispiel im Science-Fiction-Regal steht und auch so beworben wird, aber dafür fehlen mir halt wissenschaftliche Erklärungen bis jetzt. So, dann las ich auch ungefähr 3/4 des Buches Wer die Nachtigall stört, habe das dann aber 400 Kilometer entfernt bei meiner Schwester in der Wohnung vergessen und deswegen kommt das dann vielleicht nächsten Monat oder sonst irgendwas. Und das letzte Buch für diesen Monat war dann Menschenkind von Toni Morrison. Das erzählt die Geschichte einer Frau, die aus der Sklaverei flieht, während sie schon ihre 3 Kinder vorausgeschickt hat und aktuell auch im 6. Monat schwanger ist. Das erfahren wir aber eher in Rückblenden und das Buch geht allerdings los danach, als sie in einem Haus wohnt, in dem es anscheinend spukt, weswegen ihre 2 Söhne schon abgehauen sind, sie nur noch mit einer Tochter dort lebt und sie vermuten alle, dass der Geist eben ihre andere verstorbene Tochter ist, die sie unter einem Grabstein begraben ließ, auf dem eben Menschenkind steht. Und dann taucht plötzlich eine junge Frau auf, die behauptet, Menschenkind zu heißen. Das Ganze wird in Rückblenden erzählt teilweise und auch verschiedene Perspektiven. Wir erfahren auch von anderen Protagonisten, was sie erlebt haben. Und die Erzählweise gefällt mir sehr. Ich bin kein Riesenfan dieses übernatürlichen Aspekts mit Geistern, Verstorbenen und so weiter und so fort. Da wird auch schon Augenmerk drauf gelegt. Muss aber zugeben, dass mir das Ganze trotzdem sehr gut gefällt. Die Themen, die angesprochen werden, auch das Mutter-Tochter-Verhältnis, auch diese Sprachlosigkeit, die aus der Erfahrung der Sklaverei heraus entsteht, dass teilweise Menschen, die auch das Gleiche erlebt haben, aber nicht darüber sprechen können. Und diese Zerrissenheit teilweise, wo man trotzdem immer weiterkämpft, aber immer wieder zurückgeworfen wird. Dementsprechend bekommt es von mir am Ende 9 Punkte, weil ich mich einfach dem eigentlichen Buch nicht entziehen konnte, auch wenn halt dieser übernatürliche Aspekt drin ist. So, und das Video wird 100%ig ellenlang sein. Ich verspreche, dass die zukünftigen Videos kürzer sind, aber ich wollte halt einmal in diesem ganzen Monat euch zeigen, mal schauen, wie oft ich hochlade und wie das alles wird. Das ist jetzt erst der Anfang. Werden wir sehen. Macht's gut.